Eine neue Interpretation des Werkes von Adrien von Mitt. Ja, dann mach du mal. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Enderal. Ja, brüllt ihr mal alle durcheinander. Oh, lecker. Ah, kann er Doppelbock. Ja. Einsam sitzt sie an dem Wegesrand und kotzt. Oh wei, mein Herz brennt. Da ist es schon vorbei. Das ist Poesie. Da ist jemand leicht zu beeindrucken, glaube ich. Schnucke. Ja. Ist ja schon in Ordnung. Okay, dann schauen wir mal, wo wir jetzt zur Bibliothek kommen. Da haben wir doch unsere Truhe. Ich glaube, die dürfte in jedem der Viertel sein. Ich glaube, hier waren wir doch gar nicht. Einen Obolus. Der Herr wird es euch vergüten. Ja, sehr gut. Hier, komm. Nimm mal. Danke. Ihr seid ein wahrhaft guter Mensch. Und dann scher dich von dann. Wo geht's jetzt zur Bibliothek? Ich schätze mal hier rüber. Irgendwann werde ich mal Abenteurer. Und dann gehe ich die ganze Welt erkunden. Mhm. Ja, ja. Da ist es schon. Das ist cool. So, die brüllen halt hier weiter. Geht's hier? Genau. Da geht's zur Bibliothek. Sehr gut. Malfas zum Gruß, werter Herr. Kann ich euch für eine Ware aus meinem exquisiten Sortiment begeistern? Ja, eigentlich schon. Was haben wir denn hier? Keine Ahnung, ob wir das jetzt schon gelesen haben. Hat zumindest noch eine neue Quest mitgenommen. Hat sich's ja doch gelohnt. Okay, da hinten scheint was zu sein. Dann gucken wir da doch mal hin. Liegt da doch relativ unauffällig rum. Ihr durchblättert den Gedichtband. Es dauert nicht lange, da werdet ihr fündig. Auf der letzten Seite befindet sich ein Hinweis. Rechts unten, links oben. Das ging fix. Jo, können wir hier eigentlich noch irgendwas mitnehmen? Ach, da haben wir auch die lyrischen Ergüsse. Mhm. Also wer ein wenig Poesie möchte, kann die sich hier dann gerne rausholen. Gut, dann wären wir hier eigentlich schon fertig, soweit. Malfast zum schon gelesen? Ja, bestimmt. Werter Herr. Ja, ja, ist ja in Ordnung. Ich denke, da könnten wir auch Lehrbücher kaufen oder so. In den Fesseln der Lust. Schreibt wohl. Danke. Nun gut, jetzt geht's dann wirklich mal nach draußen. Und wir schauen mal, ob wir den letzten Hinweis noch kriegen. Wahrscheinlich müssen wir uns da dann noch durch irgendwas durchprügeln. Gehe ich einfach mal von aus. So, ab nach unten. Dem scheint es wohl auch noch ganz gut zu gehen. Wir verlassen jetzt mal das Städtchen Ark. Ja, ja. Brot, Brot, Brot. Wer braucht schon Brot? Ja, wir sind doch schon unterwegs, mein Freund.
Das kannst du laut sagen. Schreitet wohl! Bin überlegen hier mit diesen Gullideckeln. Vielleicht kommen wir da auch noch irgendwann drin. Oder müssen halt irgendwie so einer Assassinen-Gilde beitreten oder so, dass wir die nutzen können. Könnte ich mir ja vorstellen. Messer? Gut, dann müssen wir hier aber, glaube ich, jetzt wirklich mal rauskommen. Ja, das sieht ganz gut aus. Wir sind vor den Toren der Stadt. Ziemlich. Messer? Ja. Hier raus, jawohl. Herzland. Ich hoffe mal, wir werden da auch relativ herzlich empfangen, was das angeht. Wir legen jetzt aber erstmal los und rennen ein wenig munter durch die Gegend. Ein ganz schönes Stück Weg vor uns. Ich überlege gerade, sollen wir uns mal unseren Esel holen? Ich meine, das haben wir schon gekauft. Von daher waren das. War das unter... Zack, Seelenstein. Ich gehe mal auf alles. Und dann, wie heißt das? Pferdepfeife? Ich habe keine Ahnung. Hier von Esel steht mal... Und scrollen wir mal ein wenig nach unten. Pferdeflöte, genau. Essen. Das ging schnell. Na dann. Einen Groschen, Messer. Bitte nur einen. Klappe. Ich habe hier zu reiten. Ah, okay, dann können wir. Das ist also normal, also schon Galoppgeschwindigkeit mehr oder weniger. Und mit Schiff können wir dann. Esel. Du ein Wasseresel? Mit Shift können wir halt dann langsam gehen. Alter. Ich möchte einfach nur mal hier durch und reiten. Einfach reiten. Und zwar in Richtung Höhle. Wie weit ist es eigentlich noch? Gar nicht mehr so weit. Ist doch schon mal gut. So, die Höhle müsste dann da sein. Bin mal gespannt, was uns dann da drinnen erwartet. Ja, ja, heul, heul. Ich glaube, wir müssen euch mal platt hauen. Du machst das schon, ne? Gutes Tier. So, das Fell nehmen wir mit. Dann werden wir mal hier in die Höhle reinhüpfen. Ich weiß gar nicht, sind die Viecher unverwundbar? Ich denke, wir werden es noch rausfinden. Jetzt geht's erstmal in die Höhle rein. Okay.
Okay, hier scheint irgendwas. Ne, doch noch nichts da. Gut, da ist Nirnwurz, beziehungsweise Würnwurz. Und was seid ihr? Wahrscheinlich welche Krabben. Oder Spinnen. Ach, guck mal. Okay, vergiftet ist jetzt nicht so schön, aber ich denke, das sollten wir hinkriegen. Eigentlich wollte ich doch nur an diesen Würnwurz da oben hin. Hep. Verzeihung. Wurzelkraut, Schlammdolch, Schlammmorcheln. Ist hier alles ganz lecker. So, danke. Wir hätten die Spinne jetzt auch plündern können, aber ich glaube, die lässt eh maximal Gift fallen und das brauche ich im Moment noch nicht so großartig. Hier, das Pflanzenzeug nehmen wir alles mal mit, wiegt ja zum Glück nicht allzu viel. Und ja, wir können es wahrscheinlich noch ganz gut gebrauchen später. Alles klar, speichern könnten wir eigentlich auch mal kurz und dann gucken wir hier einfach mal weiter. Na, guck mal. Ein paar fledrige Mäuse. Das war's mit dir. Wie gesagt, bisschen Gift. Soll jetzt nicht unser Schaden sein, denke ich mal. Wie machen wir das? Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal hier hoch und holen das Zeug mit. Und gucken, ob wir den Hinweis finden. Und dann können wir da unten ja nochmal weiter suchen. Na komm. Und kaputt. Obwohl ja doch relativ viel Schaden. Also, ja. So nach und nach relativ viel Schaden macht, wenn man es mal zusammen fuhrwerkt. Was haben wir denn hier? Den Dietrich? Jawohl. Lohnt sich ja. Okay, Vorsicht, tastet ihr den Baumstamm ab und werdet prompt fündig. Auf der Rückseite sind die Buchstaben UUOL eingeritzt. Unten, oben links. Und damit hätten wir alles zusammen. Schön. Ich frage mich ja, warum die hier ausgerechnet in die Höhle reingegangen sind. Da sind noch jede Menge Viecher. Aber gut, vielleicht waren sie auch arachnophil. Von daher, da haben sie ganz gut mit den Spinnen hier verstanden. Schauen wir mal hier lang. Was es hier noch Schönes gibt. Mehr Krabbler. Na komm. Einmal. Und kaputt. So, ich sollte, glaube ich, dann doch so langsam mal einen Heiltrank oder irgendwas nehmen. Ja, da ist noch relativ viel. Und das könnte mich dann umbringen. Oder beziehungsweise halt was essen. Das Brot vielleicht. Nam, nam, nam. Gesellenbuch. Die Gesellen lassen wir noch. Ich glaube, sonst haben wir erstmal nichts. Ach, wir hatten doch hier noch, Mensch. Noch ein Buch gefunden. Da. Der Flammenbiss. Reicht das zum Hochheilen? Jawohl. Freut mich. Wenn wir schon mal dabei sind. Au. Oh, ich hätte mir das Ding vielleicht mal auf die Favoriten nochmal packen sollen. Das
Schwert. Und dann hauen wir mal die Mooskrabbler-Mutter um. Hoffe ich zumindest. Hey, das kann dich. Na komm her. Ja, ich weiß, wir sind vergiftet. Passt schon. So, meine Liebe. Danke für den Pfeil. Für den nächsten Pfeil. Die können wir leider nicht öffnen. Verdammt. Muss dringend Schlösser knacken skillen. Denke, das könnte sich lohnen, was da drin ist. Frost. Wir haben doch schon Frost. Ja, vielleicht können wir sie verkaufen. Obwohl, wir sind wahrscheinlich... Ne, wir sind nicht überladen. Und wir können versuchen, hier das Ding mal noch zu knacken. Da geht dahin der Dietrich. So, Ring des Lichtpaten. Schön. Wenig Pilz mitnehmen hier. Hier war doch noch eine Truhe, genau. Und ein paar Pilze noch. Okay, wir haben hier Amethyst-Einzelteile, schön. Man sich auch mal gefallen lassen. Wie sieht es denn eigentlich mit unseren Werten aus? Wo waren das? K? V? H? Genau, H war es. Entropie, Lichtung, bla bla bla. Schleichen, Alchemietaschen über Schloss. Schlosstag muss ich halt dringend mal öffnen. Nicht öffnen. Ach, mein Gott. Steigern, das meinte ich. So, und das wäre eigentlich soweit schon mal gut gesteigert. Sieht gut aus, finde ich. Gut. Andererseits wäre ich wahrscheinlich wieder vergessen haben, hier hinzukommen. Oder wenn ich dann die Gesellenstufe erreicht habe, werde ich es wahrscheinlich schon längst wieder vergessen haben, dass hier noch eine Höhle war. Na gut. Wir verschwinden jetzt erstmal wieder. Und dann schauen wir nochmal. Und gucken mal, ob wir die Schatulle geöffnet kriegen. Und da bin ich dann, na gut. Ja, beziehungsweise hat er gesagt, was drin ist. Halt ein paar Lieder, die die Tochter geschrieben hat. Von daher müssen wir gar nicht mal so gespannt sein, was da drin ist. Mittlerweile ist es wieder dunkel draußen geworden. Und ich sehe eigentlich nicht wirklich viel hier unten. Wir nehmen mal eine Fackel. Was jetzt auch nicht so wirklich viel bringt. Gucken, ob wir den Weg hier finden. Ich glaube, wenn wir hier Richtung Hafen laufen, sind wir eh besser dran. Da sind zum Glück nur ein paar Steine. Na gut, dann müssen wir es aber auch bald hier geschafft haben. Ich glaube, allzu weit war es jetzt von hier aus nicht mehr. Da läuft was. Ein Hirsch. Hallo Hirsch. Sehr gut, da wären wir beim Hafen angekommen. Und von hier aus ist es dann nicht mehr weit. Bis zu unserem... Was hast du eigentlich zu sagen?
Krieg auf Nerim, Krieg auf Kileh, roter Wahnsinn. Was für eine Scheiße ist das eigentlich? Na, ja, ist halt alles hier unangenehm, ne? Fremdländer. Guten Abend. Hier ist bestimmt auch noch eine Taverne oder irgendwas. Genau, Fischerhütte. Das Gleiche. So, theoretisch können wir eigentlich unsere Sachen nochmal hier wegstecken. Einfach nur mit der Fackel bewaffnet durch die Gegend rennen. Und, ja, da hinten dann auch gleich schon mal die Folge beenden, wenn ich mal auf die Zeit schaue. An der Stelle dann mal vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin. Ciao, ciao.